der Geschichte des Museums Küppersmühle, seitdem wir mit der Sammlung Silvia und Ulrich Spröll zusammenarbeiten dürfen, dass wir im gesamten Haus Einblick geben in die Sammlung. Einblick geben in die Sammlung von den 1948er Jahren bis heute. Aus heutiger Sicht, meine Damen und Herren, und davon bin ich überzeugt, ist die Vielfalt der Kunstszene auch aus den späten 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, ohne die markante Handschrift der Künstler, die wir hier präsentieren im Full House, nicht denkbar, nicht vollständig. Wir geben gleichzeitig Einblick in diese Zeit und Einblick in die Sammlung Ströer im Gesamten zusammen. Und damit auch in die Ikonografie deutscher Kunst. In die Ikonografie deutscher Kunst nach 1945, wie ich meine, mit unverrückbaren Stellen. Natürlich kennen wir alle diese Künstler hier seit vielen Jahren, aber die Inszenierung wirkt frisch und erzählt uns in der heutigen Zeit wieder neue Geschichten. Sie kommen hier herein und sind konfrontiert mit erst Rolf Gunter Dienst, dann Rosemarie Troppel, dann Immendorf, dann Candida Höfer, dann Stefan Balkenhol, Flurschütz, Sieverding und Rissold.